Mainz. Seit 2013 Fairtrade Stadt. Doch was bedeutet Fairtrade eigentlich für die Mainzer? Fairer Handel bedeutet für mich, also für das Geld auch, das Klamottenwert zu kriegen. Nachhaltigkeit. Nach Möglichkeit sollen die Produkte, die in Entwicklungsländern hergestellt werden, so bezahlt werden, dass die entsprechenden Arbeiter davon leben können. Zum Beispiel bei einer Banane bekommt ein Arbeiter im Schnitt nur 1 Cent des Gesamtkaufpreises. Fairtrade wäre in diesem Fall, dass er einen angemessenen Anteil bekommt. Eigentlich ganz einfach. Aber funktioniert das auch bei Kleidung? Textildiscounter boomen. Billige Löhne und schlechte Arbeitsbedingungen ermöglichen oft unseren Konsum. Welche fairen Alternativen haben wir? Eine davon ist Oxfam. Wegwerfmentalität ist hier Fehlanzeige. Das Konzept ist so, wir kriegen Spenden aus der ganzen Bevölkerung, also vor allen Dingen Kleidung, Geschirr, Bücher, das sind so unsere 3 Hauptabteilungen. Und was übrig bleibt, geht an den Verein Oxfam. Ich denke, das Konzept von Oxfam und dieses Bestreben nach Nachhaltigkeit, das wird sich auf jeden Fall weiter aussehen. Nachhaltig und fair soll es sein. Doch auch klassische Eigenschaften zählen beim Kleiderkauf. Es muss bequem sein, die Farben müssen passen. Hauptsache, es passt. Ein gutes Kleidungsstück sollte auch aus fairem Handel bestmöglich sein. Kinderarbeit geht gar nicht. Fairness spielt auch bei Harinder Singh in Mainz eine große Rolle. Hier profitieren die Produzentinnen. Die Tätigkeit von den Frauen, die von zu Hause aus arbeiten, die werde geholfen in dem, dass sie Microcredits bekommen, dass sie selbstständig werden. Und ich versuche für den in Europa die Kundschaft zu finden. Ich hoffe, dass die Bewusstsein bei den Menschen erweckt wird, dass sie diese Arbeiten auch würdigen, indem die das kaufen. Aber wie das der menschlichen Natur so ist, man schimpft gerne, aber wenn das um Aktion gefragt wird, dann ist man feige. Mehr Mut, das wünscht sich auch der Mainzer Weltladen. Obwohl man hier gute Qualität und Fairness verspricht, kaufen bisher nur bestimmte Kunden ihre Kleidung. Es ist ein schwieriger Weg. Darum gibt es noch verhältnismäßig wenig fair gehandelte Kleidung. Wir haben immer die Hoffnung, dass das Bewusstsein größer wird, fair gehandelte Textilien zu tragen. Traut euch! Schwierig, aber möglich. Denn noch ist der Markt für faire Textilien klein. Doch wer sich schon vor dem Kleiderkauf informiert, gibt der Fairness eine Chance.